Hey, Johannes hier von newgadgets.de und bin gerade in Köln auf der Gamescom 2014 und schaue mir hier das neue Acer Aspire V17 Nitro in der Black Edition an. Das ist ein 17,3 Zoll Gaming Notebook. Wir haben hier, wie man hoffentlich erkennen kann, ein mattes Display mit einer Auflösung von Full HD, das sind 1920x1080 Pixel. Und die Black Edition hat eben auch die besseren Specs. Hier haben wir jetzt gerade einen Intel Core i7 4710HQ, 6 GB Arbeitsspeicher. Und hier seht ihr die Jiglet-Style-Tastatur. Leider ist es ein bisschen zu hell. Die ist auch noch rot beleuchtet. Hier haben wir ein Numpad für die Gamer, natürlich sehr interessant. Hier noch das großzügige Touchpad mit integrierten Maustasten und hier noch dem Black Edition Schriftzug. Über dem Display selbstverständlich eine Webcam und hier haben wir dann auch bei der 17 Zoll Variante, das Ganze gibt es auch noch mit 15 Zoll, ein optisches Laufwerk, wirklich schön dünn. Zweimal USB, hier auch noch ein Kensington Keylock, damit ihr euer Notebook auch schön anschließen könnt, damit es euch keiner klaut. Hier haben wir den DC-In, Ethernet-Port, HDMI, damit ihr es an Bildschirm, Monitor oder auch Fernseher anschließen könnt. Zweimal USB 3.0, Kopfhöreranschluss und einmal ein SD-Kartenleser. Was mir hier sehr gut gefällt, ist eben, dass wir hier keine glänzenden Oberflächen haben, die Fingerabdrücke anziehen. Also hier ist das Palmrest, ist leicht gummiert. Hier auch der Displayrand und der Displaydeckel hat hier so eine schöne matte Struktur. Also nirgendwo werden Fingerabdrücke angezogen. Nirgendwo ist es am Glänzen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Ist Acers High-End-Modell. Ihr könnt damit zocken, da wir hier auch eine Nvidia GeForce GTX 860M verbaut haben in diesem Modell. Also auf jeden Fall genügend Gaming-Power. Falls ihr Fragen zu diesem Gerät habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und wir versuchen sie so schnell wie möglich für euch zu beantworten. Und ja, ich würde mich natürlich sehr auch freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt und meinen Kanal abonniert. Also, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.